Wir reden zu viel. Wir haben gleich nichts mehr zu erzählen. Ja. Yes. Kommen wir eh nicht zu Wort. DAW-Versteher. Dein Podcast im Recording-Blog. Mit Björn und Jonas. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von deinem Lieblingspodcast. Die DAW-Versteher melden sich wieder hier aus dem Tempel der Audiolust, aus der Regie A im Storia Mastering Studio. An meiner Seite, wie immer, frisch rasiert und unparfümiert, Björn, die goldenen Ohren von Holtwig Schlüter. Danke, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zur neuen Folge, quasi zur Folge 1 nach dem großen Jubiläum. Die Folge danach. Genau, die Folge danach. Wie geht's zwei weiter? Zwei Wochen nach dem großen Jubiläum. Und ich freue mich natürlich auch sehr darüber, dass mein lieber Freund, der, ich habe da eine Anekdote zu, Jonas Wagner, den Weg aus Münster wieder auf sich genommen hat, um mit mir Quarkbällchen zu essen, Kaffee zu trinken und den neuesten Kram zu besprechen. Den neuesten Kram, der uns in den letzten zwei Wochen über die Beine gelaufen ist oder über die Löffel oder sonst was irgendwie. Aber wir haben ja ein Gewinnspiel auch erstmal aufzulösen, ja, vom letzten Mal. Das heißt, für alle, die letztes Mal nicht dabei gewesen sind. Wir haben in der Jubiläumsfolge, in der 50. Folge vom letzten Mal, haben wir zwei Tassen versteigert. Und zwar hier diese hier, die DAW-Verstehertassen, die natürlich auch jetzt wieder köstlich gefüllt sind. Wir müssen die erstmal probieren, ob die überhaupt köstlichst sind. Gefüllt sind mit Käffchen. Also ihr kriegt schon neue Tassen, ne? Keine, ja, Sorge. In dem Zusammenhang vielen Dank an alle, die uns einen Kaffee ausgegeben haben hier beim Podcast. Ich kriege hin und wieder mal unter dem Link, unter dem Video, wenn ihr das hier bei YouTube seht oder auch in den einschlägigen Podcast-Portalen, gibt es einen Hinweis, wo man über PayPal Me uns auch einen Kaffee ausgeben kann. Also nicht nur über YouTube, wo drauf steht Kaffee ausgeben oder so, sondern auch über einen PayPal Me Link könnt ihr uns ein bisschen Geld schicken als kleines Dankeschön und wir kaufen dann davon lecker Kaffeebohnen. Und Quarkbällchen. Quarkbällchen, genau. Die dann hier in der Tasse landen und dann von uns fachgerecht verkostet werden. Apropos. Aber die Gewinner wollen wir rausziehen. Und dein Gewinner hat auch was mit einer Spende zu tun. Witzigerweise, ja, wir haben das ja unabhängig gezogen irgendwie, also in einem staatlich anerkannten, frei ausgewählten Verfahren haben wir zwei Gewinner ermittelt aus den Kommentaren von der letzten Folge und der Gewinner meinerseits ist Samhain 1, eine Folge, bei der einem das Wasser im Mund zusammenläuft. Danke für die ersten 50. Ja, für die ersten 50 vor allem. Das war auch eine sehr kulinarische Folge. Ja, und als Dankeschön hat uns Samhain sogar 5 Euro gespendet, die direkt in dieser Tasse gelandet sind. Also Samhain, erstmal vielen Dank. Zweitens, ich schreibe dich an wegen deiner Adresse, damit ich dir die Tasse zukommen lassen kann. Herzlichen Glückwunsch. Und natürlich herzlichen Glückwunsch und auf jeden Fall auf die nächsten 50. Mindestens. Genau. Und ich habe natürlich auch die Ehre gehabt, einen Kommentar zu ziehen aus der letzten Folge. Und der zweite Gewinner der wunderschönen DAW-Verstehertasse ist Sebastian Luke 483 mit folgendem Kommentar: Ich hätte gerne so eine Tasse oder gibt's die auch beim Outlet in Ochtrup? Das ist jetzt natürlich, wenn ich so an mir runtergucke, ein bisschen doof, weil ich glaube, bis auf die Socken ist jedes Teil, was ich trage, aus dem Outlet in Ochtrup. Für alle, die das nicht wissen, es gibt da, früher hieß das mal Factory Outlet Center, ja, mittlerweile heißt halt irgendwie, weiß ich nicht, Glenn, irgendwas, schlag mich tot. Halt ein Outlet mit mehr oder weniger bekannten großen Marken. Aber das ist doch eigentlich nur ein Einkaufszentrum, wo jede Marke ihren eigenen Laden hat, oder genau, was ist es ein Outlet? Halt so ein, ja gut, und du kriegst halt Outlet-Preise da, ne? Was heißt das? Naja, beispielsweise, wir nehmen mal irgendwie ein Produkt, was... Nehmen wir eine Jeans, kostet normalerweise 70 Euro. Genau, nehmen wir eine Jeans zum Beispiel von, was habe ich da mal gekauft, wie heißt die Marke? Wrangler. So, ja. Die kostet, glaube ich, 80 Euro, wenn du die normal kaufst, ja, wenn mich nicht alles täuscht. Korrigiert mich, die bekommt man da für 60 oder 65 Euro. Warum das so ist, was daran ist, es gibt da richtig Schnäppchenjäger, die können anhand des... Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, anhand einer Zahlenkombination auf dem Preisschild, da muss das nämlich irgendwie angegeben sein, können die erkennen, ob das einfach nur Saisonware ist, ja, also vom letzte Kollektion, ja, oder von der Frühjahrskollektion, oder ob das tatsächlich Produktionsfehler hat, irgendwo eine Naht, die nicht ganz sauber ist oder sowas, oder ob das tatsächlich ein Rückläufer ist, also eine Retoure aus irgendeinem, aus anderen Geschäften oder auch. Ich erinnere mich, dass ich da mal einen Bericht im Fernsehen drüber gesehen habe, in einem von diesen Recherchemagazinen, Monitor oder sonst was irgendwie, dass sie gezielt in solche Läden reingegangen sind, mal überprüft haben, ob das exakt die gleiche Ware ist, die man auch in der Innenstadt von, sagen wir mal, Münster im Laden kaufen kann, oder ob das speziell dafür produzierte Ware ist.
Und tatsächlich haben die bei einigen Herstellern sogar herausgefunden, dass das speziell für den Outlet produziert wird. Und dann haben die das qualitativ nebeneinander gelegt und geguckt, okay, sind denn da tatsächlich qualitative Unterschiede zwischen den beiden? Und bei einigen waren tatsächlich Unterschiede, dass der Stoff vielleicht ein bisschen dünner war oder nicht so haltbar. Und bei anderen waren überhaupt gar keine Unterschiede. Das waren dann aber auch tatsächlich Sachen, die vielleicht schon aus der vorletzten Saison waren oder sonst was, irgendwie Handtaschen von sowas. Ja, genau. Sowas. So ist das auch meistens. Also du kriegst jetzt im Outlet, keine Ahnung, wenn du jetzt durch Münster läufst und siehst da, weiß ich nicht, zum Beispiel hier Levis, ein Levis-Store und siehst da jetzt irgendeinen Artikel, den gibt's dann in der Regel, würde ich jetzt mal behaupten, nicht in dem Outlet gerade. Oder wenn, dann ist es halt irgendwie ein Retour-Rückläufer aus dem Online-Handel so ein Kram, ne? Und ich glaube zum Beispiel dieses Core-Hemd habe ich, wann habe ich das gekauft? Dieses fantastische Core-Hemd. Vor einem Dreivierteljahr oder so. Und ich glaube, das ist die ältere Kollektion gewesen, weil jetzt gerade wird dieses Hemd auch in verschiedenen Farben auch über den Online-Shop quasi so, ich will jetzt nicht sagen, unter verrannt, die Leute gebracht. Aber schon irgendwie mit großen Rabatten versehen. Muss ich ja für sich selber wissen. Es ist einfach hier, muss man sagen, es ist ja von uns aus oder von mir aus, ist eine halbe Stunde entfernt. 20 ich wollte gerade sagen, für dich hier um die Ecke quasi. Da fährst du hin und ich sag mal, wenn man da jetzt, klar, nach Münster fährst du länger, sagen wir mal. Dann musst du noch einen Parkplatz finden in deiner Stadt, bis du da wieder raus bist. Ne? Ja. Das ist total entspannt. Da hast du einen großen Parkplatz. Du kannst da hin, du kannst da gezielt, man weiß ja mittlerweile, was da für Läden sind. Also kannst du mal gucken gehen, ein bisschen bummeln gehen und fertig. Also ich fahre da jetzt auch nicht hin, weil ich denke, boah, jetzt habe ich aber richtig gespart hier oder so, sondern... Oh, Schatz, heute habe ich mal richtig Lust auf Shopping. Genau, vor allem lass doch mal zu Lacoste gehen und Poloshirts anprobieren oder sowas. Ja, nee, aber genau, das soll natürlich jetzt nicht den Gewinn schmälern. Nee, ganz im Gegenteil. Also wie gesagt, ich schreibe euch unter den Kommentaren nochmal an. Und nochmal Luke. Ja, und nochmal der Hinweis meinerseits, ihr werdet von mir auf keiner anderen Plattform angeschrieben, außer per E-Mail oder hier bei YouTube, nicht bei Telegram, in der Regel auch nicht bei WhatsApp oder sonst was irgendwie. Eventuell bei Tinder. Ja, genau. Bei Tinder auf jeden Fall. Und achtet aber auf jeden Fall darauf, wenn wir im Gespräch sind und ich zwischendurch anfangen sollte, euch im Gespräch zu siezen, dann bin ich es nicht. Weil ich habe das beim letzten Mal schon mal gesagt, ich würde hier in unserer Audio-Bubble würde ich niemanden siezen. Es sei denn, ich habe einen einzigen Verfolger, der ist ehemaliger Doktor der Audio, hast du nicht gesehen, der hat mir mal seine Tests für seine Studenten geschickt und den sieze ich. Aber der siezt mich auch, das finde ich auch sehr, in dem Zusammenhang finde ich das, dann hat das was mit so, aber ich denke, wir Mucker hier untereinander, wir können uns ein bisschen siezen. Und das denke ich auch. Deswegen, ich habe gestern was ganz Besonderes gemacht. Ich hatte neulich Geburtstag und dann habe ich mir von meiner Frau gewünscht, dass sie mich begleitet in einen Saunatag, weil wir haben ja jetzt gerade noch aktuell Ferien hier in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, die Kinder müssen nicht irgendwie zu irgendwelchen Sportveranstaltungen, Schule, sonst was irgendwie im Auto gekarrt werden. Die können auch mal einen Tag lang alleine bleiben. Das machen die nicht so gerne, so den ganzen Tag ohne Eltern. Aber wir sind dann tatsächlich in die Sauna gefahren. Oh. Und da habe ich mal einen kompletten Tag lang Detox gemacht, also quasi Kopf aus Detox und Handy aus Detox. Und Schweiß raus Detox. Und Schweiß raus Detox und so weiter. Und während ich da so sitze in dieser Sauna, höre ich zwei Geräusche und denke so, wo ist denn hier so ein Presslufthammer irgendwie? Das ist irgendwo hier, macht einer Radau. Bis mir eingefallen ist, das ist gar nicht von draußen. Das ist mein Herz, was ich höre, weil wenn du in der Sauna bist, fängt der Körper ja irgendwann auch an zu arbeiten. Das Herz pumpt und ich habe ein relativ großes Herz, hat mir meine Ärztin bestätigt, weil ich früher Leistungssportler war. Und deswegen pumpt das zwar langsam, aber sehr kräftig. Und dann sitze ich in der Sauna und dann macht es immer boom, boom. Also eigentlich boom, natürlich. Ne? Mhm. Und dieser Sound, bis ich den mal zugeordnet habe. Und dann gibt es ja noch diesen kleinen Freund, der mich immer begleitet. Dem kann ich in der Sauna auch sehr gut zuhören. Zumindest wenn alle anderen in der Sauna auch leise sind. Das ist mein kleiner Tinnitus-Freund. Ah. Und der ist... Hast du den schon mal gemessen, wo der so liegt? Ja, habe ich tatsächlich. Witzigerweise, wo du es gerade sagst. Ja? Ich hatte nämlich ein Video gesehen bei dem Kanal von Paul Marx, der macht Cubase-Videos. Mhm. Paul kommt aus Leipzig, glaube ich. Liebe Grüße, falls du das hier siehst. Stimmt. Paul, der macht Cubase-Videos. Und in diesem Video hat Paul über seinen Tinnitus gesprochen. Da ist mir überhaupt erstmal wieder eingefallen, dass ich mich vielleicht mal wieder darüber informieren sollte, ob es mittlerweile Mittel und Wege gibt, den wieder loszuwerden. Weil es ist ja anscheinend kein organisches Phänomen, sondern ein psychisches oder irgendwas, was im Hirn stattfindet auf jeden Fall. Und dann hat er mit einem Professor Dr. sonst was irgendwie aus Warnemünde gesprochen, der verschiedene Therapieformen da findet und so weiter. Es gibt ja unter Tinnitus Leidenden in Anführungszeichen, gibt es ja den Tipp, dass man den Tinnitus im Idealfall einfach ignoriert.
solange du nicht drüber nachdenkst, hörst du ihn nicht. Und das ist tatsächlich auch, das trifft bei mir auch zu, wenn ich zum Beispiel im Studio sitze und mische, höre ich meinen Tinnitus nicht bis zu dem Zeitpunkt, wo ich denke, wo ist eigentlich mein Tinnitus? Und dann höre ich den wieder. Hörst du nur noch den Tinnitus? Ja, genau, weil vorher bin ich so fokussiert auf das, was macht die Bassdrum, wie spielt die mit dem Bass zusammen, wie läuft das und so weiter, welchen Hall, weil ich dann ganz gezielt wie so ein Array mich darauf konzentriere, welchen Teil ich jetzt gerade hören möchte und natürlich im umgekehrten Fall, welchen Teil ich nicht hören möchte. Mhm. Habe ich dieses Video von Paul gesehen. Da gab es eine Methode irgendwie, dass die dann ganz modern sowas auf die Zunge legen, so ein Elektrorezeptor-Dingsbums irgendwie und dann Geräusche einspielen und dann wird das irgendwie anders verdrahtet im Hirn und dann soll man angeblich, wenn man das drei Monate gemacht hat. Täglich, oder was? Ja, keine Ahnung. Soll man dann 80% weniger Tinnitus hören, wo ich gedacht habe, ja super, dann höre ich 80% weniger Tinnitus und schmecke aber nichts mehr, weil die mir meine Zunge verbrutzelt haben. Auch nicht cool. Aber ich wollte einfach mal wissen, gibt's mittlerweile irgendwas außer Tebonin, dieses Durchblutungsmittel, mit dem man sein Gehör durchspülen kann? Und tatsächlich ist da aber nichts weiter rausgekommen. Das heißt, die einzige Methode ist bisher, glaube ich, weiterhin ignorieren. Okay. Es sei denn, es gibt einen von euch da draußen, der Tinnitus-Spezialist ist. Also, dass wir alle einen haben, da gehe ich mal von aus, weil wird zwar wenig drüber gesprochen, gerade im Audiobereich, weil das ist ja so ein bisschen so eine Behinderung in Anführungszeichen, so eine Einschränkung, wo man ja sagen würde, boah, wenn er schon Tinnitus hat, wie soll er meinen Song abmischen? Also Beruhigung an der Stelle. Viele Musiker haben Tinnitus. Hast du einen Tinnitus? Nee, keinen dauerhaft. Hast du mal einen gehabt? Ja. Und was hat es mit dir gemacht? Ich hatte mal so einen Hörsturz, Knalltrauma, wie auch immer man das betiteln möchte. Im Orchester ist das passiert. Im Orchester? Ja. Aber ein Knalltrauma, oder? Ja, quasi. Also so ein Hörsturz war ja, ich war ja bei einer öffentlichen Institutionen angestellt, die, sagen wir mal, Arbeitsunfälle sehr, sehr ungern näher erläutert und näher ausgearbeitet hat. Nein, ich will mich da nicht beschweren. Ja, das ist halt im Orchesterschlagwerk einfach passiert, wenn du halt auf engem Raum stehst mit vielen Instrumenten und plötzlich steht einer neben dir und hat irgendwie so ein paar 24 Zoll Orchesterbecken in der Hand und haut die im Fortissimo zusammen oder, weiß ich nicht, gibt ja tausend andere Dinge, die da auf ganz engem Raum sehr, sehr laute Geräusche von sich geben. Mhm. Und das war irgendwie eine doofe Situation. Da waren wir auf einer Konzertreise in Baden-Württemberg immer unterwegs. Mhm. Da war so ein ganz kleines Theater, wo wir so ganz eng zusammengebaut waren und ich habe mich irgendwie gebückt. Ich glaube, mir ist irgendwie irgendwas runtergefallen oder so. Und genau auf dieser Höhe ist dann ein sehr, sehr lautes Geräusch entstanden. Also wirklich 5 Zentimeter neben meinem Ohr. Eieieiei, ja? Das war halt doofes Timing einfach in dem Moment. Da ist das passiert, aber glücklicherweise ist das weggegangen. Ja, das ist ja in dem Fall, es gibt ja verschiedene Auslöser für Tinnitus und für Hörsturz in dem Fall. Ne? Mhm. Also mein Hörsturz erinnere mich auch noch sehr gut dran, der kam nach dem Urlaub. Ich war 4 Wochen im Urlaub, komme wieder zurück in meinen alten Beruf und habe, glaube ich, eine Woche später einen Komplettausfall. Das heißt, ich habe auf dem rechten Ohr ein irres Brummen gehört, im Bereich von 80 Hertz, so ein Riesenton, der da war, der richtig durchgeschoben hat. Und dann haben wir das gemessen. Das kann man dann tatsächlich messen auch. Ne? Also du kannst nicht irgendwie irgendwelche Nervenverbindungen messen. Aber wir haben einfach einen Hörtest gemacht. Und dann hat er mir wirklich einen drastischen Abfall unterhalb von 200 Hertz. War alles, habe ich nicht gehört. Der spielt ja dann so einen Ton. Und dann muss ich ja drücken, wenn ich den Ton höre. Ne? Und ich habe das einfach nicht gehört. Und alles, was ich nicht gehört habe, ist dann natürlich entsprechend Abfall. Also Hörabfall. Und das ist dann tatsächlich weggegangen. Ne, das war stressbedingt einfach. Das ist ganz oft so, dass so ein Hörsturz stressbedingt. Also Tinnitus auch. Hörsturz, Tinnitus, das sind ja alles Sachen, die entweder stressbedingt sind oder eben durch ein Knalltrauma oder durch halt irgendwas Lautes. Und du warst ja jung und Knalltrauma ist da, glaube ich, noch tatsächlich eine Sache, wo der Körper sich noch selbst heilen kann in dem Zusammenhang. Ja. Und ich habe dann halt dieses Video von Paul gesehen und da kam mir so ein bisschen die Idee, weil beim Hörsturz ist es ja so, das Gehirn überkompensiert das, was es nicht mehr wahrnimmt. Ne, so wie Phantomschmerzen. Arm ab und der Körper sagt aber trotzdem, du hast Schmerzen im kleinen Finger. Mhm. So, weil da keine Rückmeldung mehr von den Nerven kommt, von denen das Hirn eine Rückmeldung erwarten würde. Und dann habe ich überlegt, vielleicht ist das bei meinem Tinnitus auch so, dass mein Hirn einfach Sachen jetzt dazu rechnet, die ich einfach rein organisch nicht mehr hören kann. Weißt du, wie lange hast du denn jetzt den Tinnitus schon? Ach, schon länger. Also den habe ich eigentlich schon seit Jahren. Aber in der letzten Zeit fällt er immer häufiger mal auf, vor allem wenn ich Stressphasen habe. Jetzt natürlich. 5 Jahre oder 20 Jahre? Nee,
5 oder 6 oder 7 Jahre so die, die Ecke irgendwie. Also nach meinem Hörsturz kam der tatsächlich dazu. Also ich hatte der Hörschutz, also dieser Tieftonabfall war dann weg, aber dieses Piepen blieb. Und immer wenn ich ganz stark unter Stress komme, dann kommt dieser Tieftonabfall wieder. Den kann ich dann wegdrücken. Wie auch immer, dann muss ich einmal den Kiefer bewegen und dann ist er wieder weg. Dann weiß ich aber, okay, alles klar, jetzt solltest du mal ein bisschen häufiger schlafen und zwar ausschlafen und ein bisschen weniger Stress machen. Aber der Piepton, der ist halt, und wie gesagt, wenn ich mich drauf, wenn ich im Wald unterwegs bin und so Geräusche um mich drumherum sind und so weiter, dann kann ich den ausblenden. Aber sobald ich dran denke, fupp, ist der da. Das heißt, bei mir ist es wahrscheinlich einfach nur ignorieren. Und wie gesagt, im Studio ist es keine Einschränkung bisher gewesen. Aber neulich habe ich halt, während ich irgendwelche S-Laute korrigiert habe, gedacht, wo ist eigentlich mein Tinnitus? Und dann musste ich rausgehen, konnte ich nicht weiterarbeiten. Weil habe ich nicht gehört. Ja, habe ich nicht gehört. Musste ich einfach, habe ich gedacht, kann ich jetzt dran weiterarbeiten oder ich vertraue der Anzeige am Plugin oder ich gehe einfach raus und warte, bis es weg ist. Und das war dann doof an der Stelle. Aber wie gesagt, dieses fokussierte Hören hilft da schon sehr, dass man weiß, okay, alles klar, trainiertes Ohr, mein Hirn kann sich fokussieren auf verschiedene Dinge. Was ich übrigens auch neulich gebraucht habe tatsächlich, weil ich im aktuellen Video in den Spuren des Monats, heißt gar nicht mehr Spuren des Monats im Premium-Bereich, heißt jetzt Song zum selber mischen. Oh. Ja. Ja, weil es gibt so viele Spuren des Monats, so viele Songs zum selber mischen im Premium-Bereich, über 50, dass ich gedacht habe, wenn ich jetzt noch jeden Monat einen neuen Song rausbringe, ist es einfach too much, wer soll das alles machen, ne? Auf jeden Fall bin ich an den Spuren dran und misch jetzt gerade live in Cubase vor der Kamera. Ah, mit so ganz geilen Drums ist das, ne? Ja, richtig geile Drums eingespielt. Habe ich richtig schöne Samples gefunden. Habe ich richtig schön nachgeklickt, damit das mal tight auf dem Gürtel ist. Nee, einfach nur mit Samples gearbeitet. Aber das ist ja nichts Ungewöhnliches heutzutage. Nee, es ist tatsächlich so, dass ich diese Woche kommt das Video oder ist das Video rausgekommen, wo ich die Keyboards gemischt habe. Es sind halt nur 3 Keyboard-Spuren drin. Und ich habe gedacht, wie kann ich das Keyboard Kapitel irgendwie doch noch spannender gestalten. Und weil ich ja live vor der Kamera mische, habe ich gedacht, dann mach einfach Keys und mische mit Referenz. Weil mit den Keys ist im Prinzip der Instrumentalpart abgeschlossen. Das heißt, ich habe Drums, Bass, Gitarren und Keys habe ich schon gemischt. Und als nächstes kämen die Vocals jetzt. Also habe ich gedacht, dann nehme ich mir jetzt in der Folge mit den Keys, nehme ich nicht nur die Keyboards, die 3 Spuren rein, mische die da rein, sondern mache tatsächlich auch eine Referenz dagegen und hatte mir dann einen Song von Nickelback genommen. Und ja, alle, die jetzt stöhnen und sagen, boah, Nickelback, Poprock, was sind das denn für armselige Lichter? Ich habe es schon mehrfach gesagt, hört in die Musik von Nickelback rein, in die kompletten, heute heißt das ja Playlists, ne? Also ja, in die CD. So, und springt mal immer weiter, wenn ihr einen Song hört, der schon mal im Radio gelaufen ist. Da gibt es auf jeden Fall einen Song, der hat irgendwas mit Revolution heißt der. Und, jetzt auch nicht so bei Nickelback nee, gewandert. Ja, ja, aber der Song brennt. Der brennt volle Pulle und ich habe den im Radio gehört und habe gedacht, boah, Gitarrensound ist geil. Radio Bob natürlich mal wieder, das Bob, 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 Bob. Und hab dann gesagt, okay, dann nehme ich den als Referenz und schieb den einfach mal dagegen und es war tatsächlich total krass, wie die Gitarren da gemischt waren und wie ich meine Gitarren bis dahin gemischt hatte. Irgendwie, ich hatte viel, viel zu viel im unteren Mittenbereich. Das klang sehr fett und fleischig. Aber es brannte überhaupt nicht. Das habe ich aber erst im Vergleich gehört, im direkten Vergleich. Ne? Und dann habe ich mit Magic Cue gearbeitet. Der Coffee Cue von Voxengo, der ist bei Cubase mitgeliefert. Ich erforsche ja auch quasi gleichzeitig ja, cool. Cubase und der Coffee Cue ist dabei. Dann habe ich den als Magic Cue genommen. Ich wollte erst den Fab-Filter Pro Q3 nehmen. Ich habe gedacht, den hat ja nicht jeder, aber den Coffee Cue haben zumindest die Cubase-Leute schon mal da. Und dann damit das Profil ausgerechnet und dann draufgelegt und dann ja, jetzt brennt der Mix auf jeden Fall deutlich mehr. Und es war nochmal wieder so krass festzustellen, wie man sich so in seinen Sound verlieben kann, den man so geil findet. Und dann hältst du den mal gegen eine andere Pro-Produktion, die du auch geil findest und stellst fest, oha. Ne? Also erstmal, dass ich sofort Snare und Bassdrum mal ein bisschen lauter machen konnte und den Bass nochmal anders gestaltet habe. Meiner hat zwischen 100 und 200 Hertz viel zu viel gehabt und musste nochmal geshaped werden. Irgendwie. Das mag ich auch nicht so gerne, und dieser höhere Bass. So das 100, 200? Also vor allem so 150 Hertz ist immer so... Ha. Ja, der kann es aber sehr hörbar machen. Ne? Aber kann's hörbar machen, aber ich finde, dadurch wirkt er auch immer so ein bisschen... Ich kann das ganz schlecht beschreiben. Ich habe es vor kurzem noch in einem... Wer war das denn? Es war auch jemand aus der Recording-Blog-Premium-Community, für den ich einen Song gemastert habe. Hab ich auch gesagt, ja, ich weiß, was du damit erreichst. Es ist ja auch so ein bisschen so ein typischer, sage ich jetzt mal eher Vintage-Bass-Sound, so 60er, 70er, so Beatles-Sound oder so, ne? Aber dann hast du nur den und nicht den Sub-Bass da drunter. Ja, gut, klar, der war auch da, aber trotzdem, ich finde, das klingt immer so ein bisschen unbeholfen. Ich kann das nicht besser beschreiben. Es klingt für mich irgendwie immer so ein bisschen nach...
kommt natürlich voll aufs Genre an. Ja, also, und auf den Song. Jetzt bloß nicht über einen Kamm scheren. Aber wenn du jetzt so einen, ich sag jetzt mal, einen straighten Rocksong hast, so wie jetzt den Song, über den du jetzt da gerade mischst. Genau. Der heißt übrigens Allein, dass du da bist, von Innig, ist auch schon veröffentlicht. Also ich packe mal einen Link unten in die Videobeschreibung, dass ihr mal reingucken könnt, wie der veröffentlichte Song klingt auf jeden Fall. Aber den Song, wenn du den selber mischen möchtest, kannst du das im Premium-Bereich auch machen. Auch Link dazu unten in der Videobeschreibung. Und dann finde ich es immer ein bisschen unbeholfen. Ich weiß nicht warum, aber dann ist dieser hohe Bassbereich, vor allem so 150 Hertz, ich weiß nicht, warum ich da so eine, ja, als wenn ich da persönlich so eine Überbetonung hätte in meinem Ohr, ne? Was definitiv nicht der Fall ist. Aber ich denke da immer so, lieber vom Shape her manchmal ein bisschen in dem Bereich rausnehmen und lieber da drunter und dann wieder da drüber. Und da drüber, genau. Das ist, ein, wie du schon sagst, in den tiefen Mitten dann eher so 200 Hertz, so ein bisschen mehr Wärme ist das für mich, dann eher Wärme und auch Grundtonalität, weil dann natürlich die auch so die Grundtöne von viel Vocals, Gitarren und so dann liegen. Aber so dazwischen, weiß ich nicht, da bin ich oft so ein bisschen, kommt völlig aufs Genre an, also bei einer Jazzproduktion oder Klassikproduktion mit Sicherheit nicht. Ja, natürlich ist aber immer genreabhängig. Ich habe ja jetzt auch ein geiles Plugin dafür gefunden. Es gibt Jordan Valeriot, ist auch einer, der bei YouTube Videos macht. Der macht vor allem im Hardrock-Musikbereich ist er unterwegs. Noch New Metal und so ein Zeugs und so weiter. Und der hat aber auch eine Plugin-Reihe, die nennt sich, oder sein das Logo heißt Black Salt Audio, und die haben verschiedene Tools. Ach so, habe ich gesehen, die rausgebracht haben. So ein Gate, auch irgendwie so ein Drum-Gate, ne? Kann das genau, sein? Das habe ich mir ursprünglich mal gekauft. Achso, das ist gut? Super. Ja? Also wirklich, das ist nämlich ein Gate, Noise Suppressor irgendwie. Damit kriegst du auf jeden Fall Bleed komplett raus. Ich sehe davon jeden Tag 18 Mal Werbung bei Instagram. Ja, und guck mal rein, lohnt sich tatsächlich. Habe ich das erste Mal gesehen bei Vincent Sorg im Prinzipalstudio. Okay. Und habe neulich auch so einen Track gehabt, wo ich gedacht habe, boah, da muss aber jetzt eine ganze Menge zwischen den Schlägen verschwinden, sonst kriege ich das nicht unter Kontrolle. Und dann habe ich mich an dieses Plugin erinnert und dann habe ich das benutzt. Heißt es Drum Leveler oder so? Nee, nicht Drum Leveler, das ist noch ein anderes. Aber wie gesagt, da gibt es auch ein Bass-Ding, das heißt, ich glaube, irgendwas mit Control, Tone Control oder sonst was, irgendwie oder Bass Control. Auf jeden Fall kannst du da zwei Sachen einstellen. Du kannst einmal sagen, okay, alles klar, den Bassbereich bitte unterhalb Grenzfrequenz komprimieren. Und das sind zwar nur zwei Regler, die du hast. Einmal die Grenzfrequenz und einmal den Komprimierregler. Mhm. Also ist auch nicht ein Monomaker oder sonst was, ist einfach nur der Komprimierregler. Und rechts hast du Kontur, und Kontur macht einfach Obertöne rein. Mhm. Und damit kannst du den Bass, je nach Gusto, einfach fetter machen, ohne dass du untenrum Suppe reindrehst, indem du einfach Obertöne hinzufügst. Und wenn du das subtil machst und nicht übertreibst, kannst du einen richtig stabilen, so diese modernen Bässe, die du heute hast, wo du denkst, boah, der hat richtig viel unterhalb von 70 Hertz oder so, hat er aber gar nicht, weil die das einfach psychoakustisch dazu rechnen. Und du denkst, wie kriegen die diesen fetten Bass hin? Gar nicht, weil die machen den nicht fett. Untenrum, die schieben dir obenrum was rein. Ja, was dein Hirn anders interpretiert. Man mal, und das war bei diesem Nickelback-Song auch übrigens. Die Entwicklungsabteilung vom Bose mal anrufen. Ja, die spielen ja mit der Physik, das kommt ja auch noch hinzu. Ja. Ne? Ja, genau. Aber es war sehr spannend. Und wie gesagt, in dem Zusammenhang, Mischen mit Referenz, war dann, ist dann ausführlich in diesem Video besprochen worden. Und ich fand es wieder mal so krass, irgendwie wie sehr man sich aufs Glatteis bewegen kann, wenn man einfach mal im freien Raum mischt. Da kann auch was bei rauskommen, vor allem wenn man sehr geschmackssicher ist, dann weiß man ja, wo man hin will und so weiter. Und ich könnte jetzt auch sagen, okay, alles klar, der Sound, den ich vorher gemischt habe, der war ja auch cool. War er auch, aber im Vergleich dazu hat mir der danach deutlich besser gefallen und war auch wirklich viel durchsetzungskräftiger. Wie ich das ja auch immer so schön sage, du musst halt immer das Umfeld betrachten, in dem du dich bewegst. Ne? Klar kannst du sagen, nee, ich mache jetzt hier was ganz anderes, das ist jetzt mein Sound und Ding. Voll cool, mach das. Ne? Bitteschön. Wie oft, kann man ja ruhig mal sagen, wie auch den Spruch hören, ja, ich mag das aber so. Ja, dann, ich finde das aber gut so, dann mach das. Gut so. Ja, bitteschön. Punkt 1, dann frag mich nicht. Und Punkt 2, dann mach halt. Also, du meinst, wenn dich jemand fragt, wie klingt das? Und du sagst dann deine Meinung und er sagt, ja, verstehe ich, aber das muss so. Genau, nee, das ist das so gewollt. So gewollt, ja, okay. Dann, kein Thema. Dann, aber meine Meinung kennst du jetzt. Genau, einfach machen. Ist ja auch nicht verkehrt. Aber klar, so Referenzen, wenn ich jetzt sage, der Sound ist total angelegt an eine gewisse Band oder in einem gewissen Genre oder so, kannst du natürlich sagen, ich möchte das so ein bisschen, ich möchte da hervorstechen, möchte anders klingen. Ja. Gibt es auch genug erfolgreiche Beispiele in jeder musikalischen Dekade. Phineas Nachname vergessen und Billie Eilish werden sich sicherlich nicht gefragt haben, dass sie klingen wollen wie. Genau. Sondern die haben einfach ihr Ding gemacht. Die waren aber vorher, wie gesagt, schon so geschmackssicher, dass sie genau wussten, wo die hin wollten. Wie gesagt, der Originalsound, den ich hatte, war halt deutlich fetter, fleischiger und hatte weniger obenrum. Und
ich habe jetzt einfach nur diesen helleren, weniger tief mitten Sound genommen, weil der einfach viel mehr brennt. Ne? Und dann ist es halt einfach so, mal davon ab, dass ich Verhältnis Bassdrum und Snare so auch nochmal angleichen konnte und dann nochmal eine Referenz hatte, okay, alles klar, wie laut mischt man das heutzutage? Und es gibt eine weitere Rubrik im Premium-Bereich, die heißt Wir hören Musik oder Ich höre Musik und erkläre immer Musik. Und eine der nächsten Folgen wird sein, dass ich eben nicht nur einen Song höre, sondern dass ich mal 4 Songs nehme und dann in dem Zusammenhang mal auf die verschiedenen Arten Drums zu mischen einfach mal drauf höre. Guck mal hier, bei dem Song, wie laut ist da die Bassdrum? Wo steht die da eigentlich? Bei dem Song, wie laut ist da die Snare eigentlich? Wie viel Hall hat die? Wie ist die eigentlich? Fett, okay. Spitz, kurz, lang und so weiter und so fort. Einfach mal zu sagen, pass mal auf, es gibt nicht den einen Sound für Drums und es gibt auch nicht das eine Verhältnis zwischen Vocals und Playback, weil das ist mir neulich auch mal wieder aufgefallen, wie weit heutzutage Vocals tatsächlich nach vorne gemischt werden, also fast schon abgekoppelt vom Rest irgendwie. Und da gibt es eben nicht das eine, sondern wenn man sicher sein will, dass man irgendwie sich in einem Bereich bewegt, der kompatibel ist, dann such dir 2, 3 Songs aus oder im Idealfall einen, den du gut findest. In meinem Fall war das jetzt Nickelback. Ne? Und ich darf auch nicht den Fehler machen, jetzt einen AC/DC-Song daneben zu halten, sondern ich muss dann sagen, okay, das ist meine Referenz, da bleibe ich jetzt bei, weil wenn ich AC/DC dagegen halte, klingt wieder alles komplett anders. Die Verhältnisse sind anders, die Sounds sind anders. Gestern erst noch irgendwie das Gespräch mit einem Kollegen, also mit einem Mixing-Ingenieur. Ja, ging es um Album-Mastering von einer Band, was ich jetzt machen werde. Und ja, die Band hat mir auch eine Playlist mit Referenzen geschickt. Okay. Ob er mir die weiterschicken soll. Ich gesagt, ja, schickt mir gerne einen Song. Ja. Weil ich weiß schon, wie das zustande gekommen ist. So, der Gitarrist hat seinen Lieblingsgitarrensound draufgepackt, aber bei dem Song ist aber die Leadgitarre nicht so geil. Ja. Da hat der Sänger seines Dings, der Drummer seine Lieblingssongs. Ja, wahrscheinlich ist bei Produktion 1 die Bassdrum und Snare 6 dB lauter als das nächste Element. Ja. Und im nächsten Song ist der Bass 3 dB lauter als bei Songs Y. Jetzt nicht immer nur auf das Level, sondern auch der Bass ist da fetter, da ist er dünner, da haben die Gitarren mehr Platz, da ist die Tonart. Das haben wir ja vor allem etwas, wo ich auch, ja klar, was ich in der Theorie weiß, aber nie drüber nachgedacht habe, was Vincent ja auch sagt, pass auf, sucht euch Referenzen möglichst auch in eurer Tonart. Weil wenn du jetzt in E-Dur spielst, dann ist der Grundton schon mal, keine Ahnung, so und so viel Hertz tiefer, als wenn du jetzt in G-Dur oder in A-Dur bist. Und dann kannst du den Bassmix zum Beispiel nicht sauber beurteilen. Ja. Also vielleicht das auch nochmal so als Hinweis für viele, die jetzt denken, ja stimmt. Und bei Nickelback noch interessanterweise, die haben viel Staccato gespielt. Bei dem Song, den ich bearbeite, ist aber viel Legato gespielt. Oh, das heißt, eine Gitarre, die mit einem Bass zusammen, in dem Fall sehr rhythmisch spielt, aber zusammen echt tight, wirklich, die Band ist mega. Und dann hast du so ein Bratgewitter irgendwie, wo du einfach nur so eine Fläche hinstellst quasi. Also wie gesagt, ich habe mich am Sound orientiert, aber nur das rausgelesen, was tatsächlich relevant war. Und da, vielleicht muss man dazu auch noch eine Masterclass machen, Mischen mit Referenz. Also nicht nur zum Mastering. Ach so, wir machen ja eine Masterclass. Ja, unsere Masterclass. Jetzt am kommenden Mittwoch gibt es ja die Masterclass. Freuen wir uns schon sehr drauf. Die wird hier direkt aus dem, wie habe ich es heute so schön gesagt, der Tempel der Audiolust. Ja, Audiolust. Genau. In dem Zuge kann man ja ruhig mal Danke sagen für die vielen Bewerbungen, die wir bekommen haben. Genau, vielen Dank für alle, die sich beworben haben. Die Mails sind raus, dass diejenigen, die sich beworben haben, den Bewerbungsprozess bestanden haben, dass die auch mit teilnehmen können. Und dann werden wir im nächsten Podcast werden wir dann mal berichten, was tatsächlich bei der Masterclass ist. Ich kann nicht beantworten, bei wie viel Herz, weiß ich nicht. Das war kein Eignungstest. Es war einfach nur, dass man sagen sollte, was interessiert mich und wer bin ich, mit welcher DAW mische ich, so Basics irgendwie. Es ging nicht darum, irgendwie zu beweisen, ob man es drauf hat oder so, sondern es geht ja, ich habe das in der Beschreibung zu der Masterclass auch reingeschrieben, da gibt es einen Passus auf der Seite, die ich auf meiner Homepage aufgesetzt habe, wo drauf steht, für wen ist dieser Kurs? Und der ist natürlich für nahezu alle, also jetzt nicht nur für denjenigen, der ab morgen dann nach der Masterclass anfängt, für Kunden Masterings zu machen, weil A, das geht nicht, da braucht man einfach Erfahrung. Und B, es geht vor allem darum, mal grundsätzlich das Verständnis zu wecken irgendwie, was wofür Mastering eigentlich da ist und was das Mastering vom Mixing unterscheidet. Ne, du bist ja derjenige, der die Masterclass hält, deswegen, ich habe ja nur den Text geschrieben. Aber ich habe in dem Text halt auch geschrieben, es ist auch für Musiker einfach mal zu verstehen, okay, alles klar, worauf achtet denn der Mastering-Engineer eigentlich? Weil dann kann ich ja im Zweifel schon im Mix drauf achten. Ne? Ja, also ich glaube auch, dass das mindestens genauso interessant ist für Leute, die selber tatsächlich Mastering machen. Mhm. Sei es jetzt für eigene Produktion zum Beispiel, wenn man sagt, nee, ich mache das selber aus welchen Gründen auch immer, Kostengründen oder einfach, weil ich möchte von vorne bis hinten immer die volle Kontrolle über alles haben, respektiere ich ja auch vollkommen.
Mit Sicherheit auch super interessant für Leute, die Sachen eben zum Mastern schicken oder zum Mastern schicken wollen, vielleicht in Zukunft, ne? Weil dann zu verstehen, naja, was macht denn der Mastering-Engineer eigentlich? Und ich habe ganz oft so Rückmeldungen, ich schicke dann irgendwie einen Master raus und dann kommt, boah, super geil, vor allem wie du das mit den Vocals gemacht hast und wie du da das Schlagzeug da noch und so, wo ich dann immer denke, ihr wisst jetzt schon, dass ich da keinen Zugriff drauf habe. Und dann spricht man das an. Achso, ja, ich dachte, du kannst das dann irgendwie noch so auseinanderrechnen oder so. Ja gut, klar, theoretisch kann ich das, irgendwie mit Master Rebalance oder über irgendwelche KI-Tools, gibt es ja auch diese Webseite, die du mal gezeigt hast, wo du dann die Sachen rausrechnest, aber da hast du ja nachher Artefakte, zumindest ja nicht hoch 10, aber ordentlich Artefakte drin. Kann man kriegen, ja. Und das ist ja dann auch nicht das Ziel eines Masterings. Das also heißt, klar kann ich sagen, ich möchte jetzt vermehrt Einfluss auf die Vocals nehmen. Ja. Dann sage ich zum Beispiel Mitte Seite, nur Mitte EQ bei 4 kHz ein dB reindrehen oder so. Was natürlich trotzdem nicht heißt, ich drehe bei den Vocals ein dB rein, sondern ich drehe auch bei allem anderen ein dB. Ja, wenn da gerade ein Becken schlägt, kriegt das auch seine 4K ab. So, das ist nun mal so. Deswegen ist es, glaube ich, ganz interessant für alle zu verstehen, was ist der Prozess, worauf achte ich, was ist dann auch das Mindset dahinter, was ist überhaupt mein Ziel auch. Ne? Also ich gehe jetzt ja nicht rein und sage so, jetzt mache ich... jetzt drehe ich die mal von links auf rechts. Jetzt sorge ich erstmal dafür, dass der Song so klingt, als hätte ich den gemischt und produziert. Sondern es geht ja darum, die Vision, letzten Endes ist es ja eine Kette, die Vision des Komponisten, des Artists, des Produzenten, Mischer, das immer weiterzuführen. Weil ich gehe immer davon aus, dass alles, was bei mir auf dem Tisch landet, dass da erstmal alle, die vorher beteiligt sind, irgendwie zufrieden sind. Ja, erstmal Hurra geschrien. Haben. Außer, jetzt schreibt mir einer, pass auf, bei dem Song, wir haben dann ein Problem, das kriegen wir nicht gelöst oder sowas. Oder kannst du mal bitte nochmal gegenchecken, wir sind uns unsicher mit dem Low-End oder mit irgendwas. Das ist ja okay, das ist ja eine klare Aussage. Das ist eine klare Aussage. Aber ansonsten gehe ich ja immer davon aus, die haben mir das geschickt und alle, die da beteiligt sind, alle Musiker, alle Produzenten, Label, was weiß ich, die sind alle super happy damit. Weil ansonsten macht es ja keinen Sinn. Ja. Ne? Weil du bist ja der finale Prozessor. Genau. Ich bin ja nicht der dann quasi nochmal eine Option aufbereitet, sondern dann das finale Produkt abliefert. Und dann will ich natürlich dann nicht irgendwas auf links oder rechts drehen, sondern ich möchte natürlich einfach schauen, dass das, was gut ist, noch schöner, im schöneren Glanz erstrahlt und alles, was vielleicht nicht so schön ist, dann noch ein bisschen versteckt. Genau, dass es eben nicht nur einfach Limiter draufschmeißen ist und laut machen. So. Aber das schauen wir alles in der Masterclass an. Man muss schon Ozone draufschmeißen. Ja, genau. Ozone, den Maximizer. Mindestens 3 Instanzen? Ja, genau. Also das werden wir verraten in der Masterclass. Falls du es verpasst haben solltest und das nächste Mal gerne dabei sein möchtest, dann trag dich auf jeden Fall in den Newsletter ein beim Recording-Blog. Auf der Startseite gibt es einen Eintrag für den Newsletter. Da werden nämlich alle Leute informiert, die sich für solche Sachen interessieren. Auch hin und wieder mal Gewinnspiele, Umfragen, sonst was, irgendwie alles da. Und ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich auch total, weil es wird für uns beide ein schöner Tag werden. Wir werden beide den ganzen Tag ja quasi miteinander verbringen, die Technik aufbauen, hier alles einrichten und so weiter. Vielleicht auch noch lecker essen gehen. Ja, aber nichts gegen, ne? Da haben wir nichts gegen. Ich werde mich jetzt aber auch die nächsten Tage erstmal ein bisschen erholen noch, damit ich dann auch relaxed für die Master. Machst du auch einen Detox, so wie ich in der Sauna? Ich mach richtig Detox. Ja. Also volle Pulle. Ich werde Detox, also ich mach, du hast ja quasi entgiftet. Ja. Gut, heißt ja auch ein Detox, glaube ich, ne? Ja. Okay. Ich mach aber entgiften mit Gift. Vergiften. Du bist ja noch jung, du kannst ja noch vergiften. Genau. Das ist ja, man muss ja den Körper auch mal vor Herausforderungen stellen. Ja. Aber das machst du nicht in der Sauna. Das weiß ich noch nicht. Im Outlet. Im Outlet. Also wenn ihr das jetzt hört, dann ist ja Sonntag, vielleicht auch ein anderer Tag, aber es könnte Sonntag sein. Ja. Und dann, wenn ihr das jetzt hört, sitze ich irgendwo an der Elbe. Oh. Vielleicht an der Elbe oder vielleicht auch nicht an der Elbe, je nachdem, wo ein Tisch frei ist. An der Lenne? Nee, da nicht. Also ich bin schon in der Nähe der Elbe. Ich bin in Hamburg. So viel kann ich verraten. Ja, okay. Hamburg, meine Perle. So, aber ich weiß noch nicht, wo ich dann sitzen werde. Irgendwo, wo ein freier Tisch ist halt. Ja, am besten im Fischhafen irgendwie oder an einer Fischauktion. Da gibt es das Fischereihafen-Restaurant. Das ist zwar sehr teuer, aber sehr lecker. Ja, Bier gegenüber, raus ist ja mit Fisch. Ja, gegenüber. Achso, ja, das stimmt, Fisch bist du ja nicht. Und dann brauchst du ja zum Hänsler auch nicht fahren. Nee. Dann fahr doch in die Bullerei. Ja, also ich habe mal gegoogelt, das ist ganz spontan jetzt entstanden, dieser Kurztrip, weil wir festgestellt haben, dass diese Möglichkeit, also wir fahren
gestern Mittag, Samstagmittag los. Und das ist das letzte Wochenende, was nicht komplett zugebombt ist mit Terminen bis für euch beide. Oktober. Ja. Oktober. Bis Oktober. Okay. Also mit Erschrecken habe ich das festgestellt. Ja, ja. Und dann haben wir gesagt, boah, dann müssen wir jetzt irgendwie nutzen. Und direkt Hotel gebucht, schönen Hafen City direkt. Und dann haben wir überlegt, ja, fahren wir im Auto? Nee, komm. Wir sind ja mutig. mit der Bahn. Wir sind ja mutig, fahren schön mit dem ICE. damit man standesgemäß dann auch schon mal eine Dose Bier trinken kann auf mich. Also das wird schon einfach so ein bisschen zwei Tage. Einfach was man will. Wenn man keinen Bock auf irgendwas hat, dann keine Ahnung. Sonst alternativ könnte ich, wenn ihr das nächste Mal sowas überlegt, natürlich auch Norderney empfehlen, weil es auch in Münster auch einsteigen, in Norden aussteigen, geht auch sehr schön mit einer Dose Bier. Ja, oder schön nach, da gibt's nach Sylt. Da gibt es nämlich Sylt, ja, da bist du aber ein bisschen länger unterwegs. Stimmt. Ich weiß gar nicht, ob man länger nach Norden fährt von hier aus oder nach Hamburg, wenn du mit dem Zug, auch mit dem Zug bist du schnell in Hamburg eigentlich. Also selbst von hier, mit dem Auto. Wir sind ja hier am Nabel der Welt in Rundweg. Von hier einsteigen bis Hamburg Hauptbahnhof 3 Stunden 35. Ja, wenn du Glück hast, schaffst du das mit dem Auto auch, aber eigentlich nicht. nicht am Wochenende. Also nicht bis in die City. Und vor allem nicht am letzten Ferienwochenende, weil wir haben ja das letzte Ferienwochenende in Nordrhein-Westfalen. Ja, und vor allem gestern, also für uns morgen, für euch gestern, war ja auch der schönste Tag des Jahres bisher. Also hoffe ich. Zumindest ist es so gemeldet. Ich habe den Grill schon angemacht. Der läuft schon. Läuft schon. Ja, der wartet ich bin mal gespannt, ich kann jetzt ja mit diesem Morgen gestern aufhören. Heute ist Freitag. Genau. Also morgen, wenn wir in Hamburg ankommen, hoffe ich, dass wir nicht komplett totgetrampelt werden. Weil wenn es dann wirklich irgendwie 25 Grad oder so sein soll. Nee, im Norden ja nicht. Also im Süden soll es sehr warm werden, tatsächlich aber im Norden soll es auch regnen. Ja, aber ich habe gestern noch nachgeschaut, da stand da Hamburg 25 Grad. Wir werden es erfahren. Ich werde in zwei Wochen spätestens davon berichten. Berichten auf jeden Fall, was rumgekommen ist. Und wir haben uns auch schon für die knapp zwei Tage, wo wir in Hamburg sind, schon ungefähr 47 Food Spots, wie man ja so schön sagt, schon rausgesucht, wo wir essen werden. Das heißt, es könnte stressig werden, aber wenn man Ziel vor Augen hat, muss man auch mal essen, wenn man keinen Hunger hat. Es gibt ja in Münster demnächst wieder ein Streetfood-Festival vorm Schloss. Ja. Oh, was ist das? Ja, Streetfood vorm Schloss oder so ähnlich, keine Ahnung. Nicht wo. Ach so, wann? Ich habe es in der Zeitung gelesen, da wurden die verschiedenen Festivals angekündigt. Schick's mir mal. Ja, weil in Münster gibt es jetzt, der Festivalsommer in Münster geht ja quasi los und da gibt es unter anderem im Haverkamp, das ist so ein, nennen wir es mal, Veranstaltungsviertel, irgendwo in der Nähe von der Bahn, vom Bahnhof. Da finden an drei Wochenenden aufeinander folgend finden erst ein Heavy Metal, New Metal, Hardcore Festival statt, dann irgendwie ein Gute Laune Festival und dann nochmal ein Schlager Festival. Gute Laune ist ja nicht so ein New Metal und so. Nee, dann Schlager Festival und dann nochmal so ein Mallorca mit Mickey Krause Ballermann Festival irgendwie, wo dann. Das habe ich auch gelesen, das habe ich gesehen. Ja, das in Münster ist der Teufel los diesen Sommer und dann gibt es Münster mittendrin, gibt es da noch. Das ist dann direkt vorm Dom. Da findet dann das Hauptkonzert ist, glaube ich, Clouseau auf dem Dom. Mainstream ist ja auch noch, ne? Mainstream, genau. Also unfassbar viele Festivals. Und in dem Zusammenhang stand halt auch drin, dass das Foodtruck-Festival dann auch stattfindet. Das finde ich total cool, das ist total spannend. Ja, Street Foodtruck. Street Food. So. Du, so viele geile Sachen. Gerade, also ich glaube, Hamburg ist da ja natürlich auch kulinarisch zum Beispiel auch richtig vorne mit dabei. Ne? Ja. Alleine durch das Portugiesenviertel da zum Beispiel, was ja, weiß ich nicht, gefühlt auf 500 Metern 500 Restaurants hat. Gut. Das ist ein Knaller. Ja. Ja, aber wir lassen uns einfach mal ein bisschen. Aber wenn ihr nicht wisst, was ihr genau machen sollt, ne? Dann geht ins Kino. Tüte Popcorn geht nämlich immer. Ich war nämlich gerade im Kino, weil in den Ferien macht man ja was mit den Kindern. Und ich bin tatsächlich in dem neuen Ghostbusters-Film gewesen. Nein! In Hamburg. Ich wollte da nur eine Brücke schlagen zum Kino. Ich wollte erzählen, dass ich in Ghostbusters war. Ja, so. Und? Ja, hab ich jetzt hiermit. Nächstes Thema, Blödmann. War gut, oder? Ja, war cool. Tatsächlich. Ja? Wieder erwarten, cool. Was heißt wieder erwarten? Wir sind ja nicht reingegangen, weil wir einen Scheißfilm sehen wollten. Nee, aber es haben tatsächlich fast alle mitgespielt.
Echt? Ja, es haben fast alle mitgespielt, also inklusive Venkman und außer Spengler, der war nicht dabei. Und natürlich der Schlüsselmeister war nicht dabei. Hier Rick Moranis hat nicht mitgespielt. Aber ansonsten war es eigentlich ziemlich cool. Es war alles dabei. Es gab sogar Zitate aus dem ersten Film, irgendwo so in so einer Bibliothek drin sind. Achtung, Spoiler-Alarm. Jetzt mal kurz die Ohren zumachen, falls du noch reingehen willst. Wo die alte Bibliothekarin da noch so rumschwebt und dann Ray nochmal anschleimt und so weiter. Also wirklich alles dabei, inklusive kompletter Verwüstung der Stadt und so weiter. Und Endgegner. Und das Schönste war, dass der Film am Schluss nicht aus halbe Stunde Endgame bestand, was ja heutzutage mal gerne gemacht wird, ne? Sondern es war einfach ein erquickender Film, der am Schluss zügig zu Ende ging, aber trotzdem mit Rams Bams. Ganz im Gegensatz zu der Serie, die wir jetzt gerade geguckt haben. Wir haben geguckt Resident Alien auf Netflix. Also ein Alien landet auf der Erde, soll die komplette Menschheit auslöschen. Sein Raumschiff geht aber kaputt und er muss jetzt erstmal sein Raumschiff wieder zusammensammeln, verwandelt sich dann in einen Menschen und so weiter. Und wir gucken die ganze Serie so bis zum Schluss durch und dann kam so ein Coitus Interruptus Ende, weißt du, wo du so denkst, so jetzt kommt gleich der riesen Showdown und dann, ja, dann ist er halt wieder weggeflogen. Und wir sitzen da so und gucken uns an und so. Da haben die jetzt 8 oder 10 Folgen für Anlauf genommen, dafür, dass hinten so ein maues Happy End drankommt. Irgendwie, das ist so, als wenn du so sitzt da in voller Vorfreude und dann zieht dir so an deine Stecker. So, funk. Ja. Okay, Abspann. Habe ich was nicht gegeben? War ich eingeschlafen oder voll blöd irgendwie? Resident Evil. Ich hab momentan gar nicht so irgendwie. Gar keine Serie oder irgendwas, was mich so fesselt, aber auch keine Zeit für Serie. War jetzt auch die erste Serie dieses Jahr tatsächlich, die wir geguckt haben. Wir haben jetzt schon April und ich bin auch ehrlich gesagt, weil ich versumpf dann meistens vor dem Fernseher, das finde ich total kacke. Und ich sitze dann lieber woanders, eben ohne Bildschirm oder halt im Studio und dann hab ich 2 Arten von Monitoren, nämlich einmal die akustischen und einmal die optischen. Ja. Hat auch mehr Spaß dann. Da habe ich jetzt auch, habe ich das letzte Mal schon erzählt, ich wollte noch mein Studio umbauen mit dem Frühjahrsputz, habe ich erzählt. Genau so. Und ich habe jetzt eine Methode gefunden, wie ich meine Lautsprecher da auf jeden Fall aufstellen kann. Ich dachte, ich habe jetzt eine Methode gefunden, wie ich nie wieder Frühjahrsputz mache. Ja, das wäre so. Da hätte ich auch nichts dagegen. Nee, tatsächlich, ich habe überlegt, wie ich das irgendwie alles so hinkriege, dass ich meine K310 da stehen lasse, aber dass ich trotzdem in meinem sehr beengten Raum, weil da steht ja auch irgendwo noch eine Kamera und jede Menge Rackspace und so weiter. Und jetzt habe ich mir tatsächlich von Neumann gibt es für die KH120 gibt es so eine Halterung hinten, wo so eine Weser-Halterung dran ist. Ach so, ja. Ne? Also ja, Weser ist ja eigentlich ein Verband, der Normen für Videotechnik macht und so weiter und für Monitore. Und die haben ja diese Weser-Halterung, wo diese Schraubgewinde dann in festem Abstand sind zueinander, genau. Und dann kannst du halt diese Halterung kaufen bei Neumann und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt so einen Monitor, halt, so einen Fernseherhalter kaufe quasi, ne, so eine Stange, die man an einem Brett festmachen kann und dann kann man da quasi so einen Arm dran machen und da ist halt ein Weser-Gegenstück dran. Dann kann ich die Boxen doch eigentlich da dranhängen und habe ich geguckt, habe ich irgendwo eine gefunden für 30 Euro, eine einzelne, die, ich glaube, 10 Kilo halten kann. Der KH120 wiegt 6 Kilo oder sonst was irgendwie. Gefühlt ist ja schon schwer, aber so mehr ist es eigentlich nicht. Ne? Na gut, die sind schon relativ klein, ne? Ja, die sind Die sind wirklich. Ja, also etwas größer als die Auraton vielleicht. Okay. So 1,5 Auraton. So. Auf jeden Fall sehr kompakt, sehr Vollmetall, die Dinger. Und dann habe ich aber diese Weserhalterung bei Neumann bestellt. Also der Halter für den Monitor mit Befestigung und allem hat 30 Euro gekostet. Und nur diese Metallplatte hinten an den Monitor dran von Neumann, weil da steht ja Neumann drauf und da sind ja 4 Gewinde reingeschraubt. 50? 70 Stück. Das heißt, ich habe 70 Euro für. Ich hatte erst überlegt, ob ich sie selber mache irgendwie. Und dann habe ich gedacht, boah, die Zeit, die du brauchst, um das jetzt zu organisieren, dass du die selber gemacht hast, dann sind 70 Euro wieder. Im Gegenwert stimmt das irgendwie, ne? Und es wertet ja auch den Speaker auf, falls ich den doch nochmal irgendwann verkaufen sollte. Und dann kam das aber, ich habe das jetzt schon einmal ausprobiert, es tatsächlich funktioniert. Ich habe es an einer Tischplatte festgemacht, drauf gemacht und dann ziehst du den Halter fest und dann bleibt der Monitor genau in der Position, wo er ist. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich den dadurch dann frei positionieren kann, weil du hast ja bei Stativen hast du ja immer das Problem, die stehen ja irgendwo. Ja. Irgendwo drauf müssen die stehen, so, ne? Genau. Und der Speaker ist quasi nicht veränderbar. Und wenn da jetzt hinter dem Monitor, also hinter meinem Bildschirm sowieso schon alles voll ist, muss ich den... Kannst du nicht auch so einen Doppelmonitorhalter dafür einfach nehmen? So einen Doppelmonitorhalter? Also ja, wo die 2 Monitore dran klemmen. Ja, da, hätte ich jetzt auch nehmen können. Das genau. Ist ja direkt quasi von einem Punkt aus. Genau. Hatte ich mal vor ein paar Jahren hatte ich
insgesamt 3 Bildschirme, ja, die ich benutzt habe im Studio. Und da hatte ich das quasi. Da hast du aber auch Flugsimulator gespielt, oder? Nein, nur Studio. Hallo? Ist alles im Blick haben. Ja, Wetterkarte und so, ne? Nee, ich habe tatsächlich. Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit muss ich immer im Blick haben. Da hab ich auch noch keine analogen Geräte gehabt. Ja, ja, okay. Da hatte ich immer damals noch mit Samplitude gearbeitet und dann immer das Ranger-Fenster, das Mixer-Fenster und dann, ja, noch einen mit Analyzer und so. Aber ich tatsächlich 2 nebeneinander, mhm, und einen drüber. Einen großen? Nee. Also alle 3 gleich. Alles groß. So, das ist einer von den alten hier, so 23 Zoll oder, ja, 22. Ja, ja. Hm. Dann 2 nebeneinander und einen da drüber, so leicht angewinkelt. Ja, ja. Ne? Aber ganz ehrlich, erstens mal ist es natürlich akustisch der absolute Vollkatastrophe. Bullshit, das zu tun. Und zweitens mal, irgendwann stellt man dann fest, vielleicht ist das doch Quatsch, dass man so viel Fläche dann braucht. Kann aber auch damit zusammenhängen, dass ich ja in der Regel eine Spur habe, an der ich arbeite und nicht 128. Wenn ich an die ganzen Orchesterprojekte von, wo ich ja viel, ja, gemacht habe, boah, ja gut, da war das dann schon manchmal auch echt nötig, dass du da mal sagen kannst, okay, ich schmeiß einfach mal 40 Spuren nach oben oder, ja, weiß ich nicht, auf einen anderen Bildschirm, ja, ja, damit man überhaupt mal ein bisschen Übersicht gekriegt hat. Ja. Aber da werden mir die Mixing Engineers und die Klassik-Tonmeister mit Sicherheit zustimmen, dass das dann schöner ist, wenn man größere Bildschirme oder mehr Bildschirme dann hat. Ja, oder je nach Alter kann ich natürlich auch hinzufügen. Es gibt ja viele Studios, die sich mittlerweile einen großen Fernseher einfach nochmal hinten reinbauen. Weil es also natürlich akustisch richtig scheiße ist. Weil das Reflexionsfläche ist. Ja, ja, genau. Also wir hatten die Diskussion hier auch, mhm, mit Markus und er sagte, klar, kannst schon machen. Ja. Macht natürlich auch viele, dass du, sagen auch mit Sicherheit einige, ja, aber der Bildschirm hier an der Stelle dann im Hörfeld ist natürlich auch nicht gut, klar. Irgendwo muss er natürlich stehen. Ja, klar, ja? Ja, irgendwo muss er stehen. Genau. Grundsätzlich ist aber der Punkt dann zwischen den Boxen auch nicht unbedingt gut, weil da hast du ja in der Regel in jedem Studio, ja, würde ich jetzt mal behaupten, in jedem professionellen Studio siehst du da eigentlich ja immer Absorption, ja, an dem Punkt. Ja. Ne? Direkt zwischen den Boxen, an der Wand vor, ja, dir, ja, genau, in dem Bereich. Und das hat ja einen Grund. Ja. Also das, ja, ist ja nicht einfach, dass dann die Markus Bertrams dieser Welt sagen, oh, da können wir mal noch was hinstellen. Ja. Ne, das sieht hübscher aus oder so. Ja. Das hat ja einfach einen Grund. Bei mir ja sogar noch viel extremer mit den beiden, ja, mit diesen Bassfallen da in der Mitte, ne, die du ja mittlerweile, glaube ich, auch da stehen lässt, ne, oder eine oder so. Ich habe da 2 Stück auch stehen. Ich überlege, die aber wieder da wegzunehmen. Mhm. Ich wollte das mal ausmessen, was das ausmacht, ob ich die da stehen habe oder hier nicht. Hier war das brutal. Deine sind aber tiefer als meine. Meine sind schmaler. Das kann sein. Ja. Und hier ging es um dieses Speaker Boundary Interference, also die, ja, das Zusammenspiel der beiden, ja, ja, oder die Überlagerung der beiden Quellen von links und rechts. Und das hat tatsächlich die Stereo-Ortung hier um, ich würde jetzt mal einfach behaupten, 20-30% verbessert. Und die ist wirklich irre gut. Ich bin ja jedes Mal fasziniert, wenn, ja, ich hier, ja, das ist schon krass. Sitze. Also du kannst wirklich genau sagen, gefühlt auch von. Ich will jetzt hier keinen Dolby Atmos Raum aus meinem Stereo Setup machen, aber, nee, du kannst ja wirklich sagen, ob das auch von ein bisschen, also ob das von oben kommt so ein bisschen oder so, das ist schon. Ich finde auch, dass deine Phantommitte wirklich extrem, mhm, geil ausgeprägt ist. Also bei, ja, dir ist ein Sänger wirklich, der scheint wirklich zwischen den Boxen zu stehen, ganz präsent da. Das kriege ich bei das mir Gute auch nicht ist, hin. Das Gute ist, du merkst, sobald das nicht mehr der Fall ist. Ja, das ist nämlich der zweite Vorteil dann. Genau. Also nicht nur, dass du das genießen kannst, sondern wenn das nicht so ist, weißt du, dass du da ein Problem hast. Da hörst, ne, du direkt, ne? Und dafür deswegen, ist es ja dann auch so. Genau, und deswegen war damals auch die Überlegung dann zu sagen, okay, nee, wir machen das nicht mit dem großen Bildschirm vorne. Ja. Viele Studios haben das und gehen dann eben diesen Kompromiss, ja, ein. Irgendeinen Kompromiss hast du ja immer. Du hast ja auch einen Kompromiss mit dem Tisch, du hast ja auch einen Kompromiss mit allem, was im Weg ist. Ja, aber die Software hat sich ja auch weiterentwickelt. Du hast ja gerade gesagt, Samplitude hast du mitgearbeitet, mhm, ne? Und ich habe ich bin ja Ewigkeiten schon bei Logic gewesen und bei Logic habe ich auch Ewigkeiten tatsächlich 2 Bildschirme gehabt. Ich habe einen fürs Arrangement gehabt und einen für den Mischer, den ich immer parallel offen gehabt habe. Und so, mhm, konnte ich dann immer sofort hin und her zwischen den beiden. Und die Software wird ja heutzutage dahin weiterentwickelt, dass du dann quasi alles in einem Bildschirm hast, mehr oder weniger. Ne? Oder Studio One zum Beispiel früher auch schon. Ja, also eben, sowas jetzt, ne? Nicht, ne? Und dass es dann mehr und mehr Einzug gehalten hat. Bei Cubase haben sie es auch eingebaut, da hast du allerdings unten nur die Fader. Ja klar, woher kam das? Ne? Das kommt dadurch, dass die Leute dann auf dem Laptop halt einfach... Ja genau, die mussten alles, ne, auf einem Bildschirm haben. Ja. Da brauchst du halt auf Knopfdruck, musst du eben deine Fader haben, auf Knopfdruck müssen die wieder weg sein. Und das finde ich tatsächlich bei Logic besser gelöst und bei Studio One als bei Cubase. Bei Cubase kannst du nur die Fader einblenden. Ne, also du hast auch, das Wichtigste ist ja erstmal der Fader, wenn du mischt irgendwie, dass du die Balance herstellen kannst. Ne? Und natürlich hast du auch einen Kanalzug auf der linken Seite, aber wenn du tiefer einsteigen willst, dann musst du halt den Mixer aufmachen. Das ist zwar auch nur ein Knopfdruck,
Aber du behältst, wenn der Mischer auf ist, klar kannst du auch die Größe vom Fenster verändern wieder und so weiter und so fort, gibt es verschiedenste Ansichten, aber du verlierst halt den Überblick über das Arrangement. Und bei Logic und bei Studio One ist es halt so, wenn ich den Mischer anmache, kann ich das Arrangement noch eben sehen, wo ich bin ungefähr. Ja, und springt, ne? Bei Cubase siehst du nur so Streifen und so weiter. Wie gesagt, Geschmackssache kommt. Ich habe mich daran gewöhnt, jetzt auch Tasten zu drücken und eben kurz schnell umzuschalten und so weiter. Aber wie gesagt, dieser eine Bildschirmansicht, dass du alles quasi auf einen Blick hast, ist ja mehr und mehr quasi ins grafische User-Interface reingefallen. Klar. Und deswegen braucht man heutzutage, also ist immer komfortabel, zwei Monitore zu haben. Du hast ja auch einen zweiten Monitor für den Analyzer auf der rechten Seite immer stehen. Ich habe den auch bei mir auf der rechten Seite stehen, der ist bei mir aber nicht täglich an, weil ich weiß gar nicht, wann ich den anmache tatsächlich. Also da muss ich schon tief im Mix drin sein, irgendwie, um den anzumachen. Sonst bei mir ist der dauerhaft an. Und da auf dem Bildschirm passiert ja auch nichts anderes, außer der Pinguin, der da halt dauerhaft drauf ist. Ja, auch ein technisches Kontrollmittel für dich nochmal. Du bist ja auch in dem Bereich, also wenn man Sounddesign macht, dann muss man ja nicht auf einen Analyzer gucken irgendwie. Dann soll man sich gefälligst auf seine Ohren verlassen und nicht auf einen Analyzer so, ne? Aber geschenkt. Apropos, Analyzer ist ja auch ein Plugin, aber wir haben ja noch unsere wunderbare Rubrik, wie nennt man das? Die Rubrik, den Teil im Podcast, der so richtig schön klingt wie Plug-Influencer. Genau. Und jetzt habe ich so geschnipst, ne? Nimmt das Mouth-to-Click eigentlich raus? Tatsächlich ein Mouth-to-Click, mit dem ich unsere Stimmen ja mal nachbearbeite für alle, die sich wundern, warum unser Mund nicht schmatzt. Das ist wegen Mouth-to-Click, was ich da drauf gepackt habe. Teilweise rechnet mir das den Synchronisationsklatscher raus, wo ich dann sage, okay, warum klatsche ich denn jetzt hier? Voll blöd. Aber ich habe tatsächlich jetzt, gut, dass wir schon die Kategorie angekündigt haben, über die wir jetzt nicht sprechen. Ich hatte eine Albumproduktion auch, also ein Album-Mastering von einem Musical tatsächlich. Socken im Kühlschrank heißt das. Okay. Es ist ein Dementical, also geht um Demenz. Ja, okay. Ganz, 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 ganz spannend. Worum geht's denn da? Ja, um Demenz, ne? Du hättest jetzt sagen müssen, habe ich vergessen. Ach so. Ja, Mann, da lacht doch ein Elfmeter. Ja, aber weiß nicht, also man muss jetzt auch nicht jeden schlechten Witz machen. Also sorry, tut mir leid, aber... Aber ich zitiere Karl Dahl, den ich persönlich noch gekannt habe, der immer gesagt hat, was interessiert mich der schlechte Witz von gerade. So, also Album. Dementical. Und Dementical. Und dann kann das. Und dann hat ein werter Kollege gemischt. Und der hat gesagt, boah, ich kann mir das nicht anhören, weil das war nur... Achso, hört ihr jetzt ja nicht. So Mundgeräusche. Schmatzer, Schmatzer, Klick, 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 Schmatzer, Schmatzer. Aber richtig krass, so richtig krass. Du hast gehört, da war ein Kompressor drauf. Der Kompressor hat mit einer langsamen Attack gearbeitet, sodass auch die ganze, alles war sehr hart und Konsonanten und sowas. Und da habe ich gesagt, ja, hier und so. Ja, ich habe ja mal auf die Klick, sagt er. Ne? Ja, ich sage, ja. Warum benutzt es der denn nicht? Mach deine Software auf, ne? Mach Logic auf. Hau den einfach drauf, hör einmal kurz, weiß ich nicht, Sensitivity da, 4, 5, 6. Und render da die 12 Songs nochmal raus. Ne? Da kann nichts passieren, habe ich gesagt. Hast du gedacht. So, und dann kam, dass ich mich gefreut wie so ein Schneekönig, dass ich nicht mehr das ganze Geklacker und Geklicke und Geschmatze hatte. Der Kunde, also der Komponist für das Musical war auch total happy und so, hat aber irgendwie anscheinend auch nicht nochmal richtig gegengescheckt und ich war dann auch so im Tunnel und habe gemastert und schickt das raus und sagte, ey, alles super, total geil, aber beim dritten Song, die Sängerin, die lispelt total. Ich sag, habe ich überhaupt keinen DSer, nichts aufgemacht mehr, ne? Bis dann aufgefallen ist, dass tatsächlich der Mouth die Klick dann, also beim Mischer, an 3-4 Stellen, quasi bei so oder sowas, Sachen. Die Stopplaute weggenommen. Genau, das weg und dann klang das immer wie so. Okay. Das war mir fast schon unangenehm. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Oder beziehungsweise ich dachte halt, ja gut, die lispelt vielleicht ein bisschen. Ja, mein Gott, hab das jetzt nicht näher zum Thema gemacht. Ich sag, nee, Moment mal, das ist meine Frau, die lispelt jetzt so. Oh. Okay, dann sollten wir da vielleicht noch mal kurz einsteigen. Und dann haben wir aber nachher rausgefunden, dass das so ein bisschen ja auch an dem Mouth-to-Click lag, aber auch an DSA, den ich nicht näher benennen möchte, von einer Firma, Vapes, die ich nicht näher benennen möchte, der da Schmu gemacht hat. Ja. An der Stelle, klar, lag da mit Sicherheit auch der Fehler ein bisschen vorm Rechner. Zu dem Thema, meine Frau macht ja auch Videos bei YouTube und für ihre Kunden und so weiter, Nähvideos. Einfach nähen. Und
die hat irgendwie einen DSer im Mund eingebaut. Ich habe mal irgendwann einen Audiofall von der gehört und habe gedacht, ich hatte ihr mal irgendwann so eine Grundkette eingestellt für Audio und so weiter. Und die schmeißt sie dann immer drauf und dann passt das für sie, weil sie auch im selben Ambiente aufnimmt. Und dann habe ich irgendwie, musste der DSer ausgerutscht sein. Welcher DSer? Und dann habe ich mal drauf geachtet. Es ist tatsächlich, wenn die übers Mikrofon aufgenommen spricht, dann klingt das so, als wenn die so ein bisschen DSer drauf hätte, obwohl die im normalen Leben gar nicht lispelt. Also die hat keinen Lisp, aber im Mikro klingt das so, als wenn die den hätte. Aber pass auf, ich versuch's nochmal. Sollen wir nochmal kurz? Ich versuch's nochmal, weil wir haben ja diese schöne Rubrik. Plug in Blue in der es dieses Mal um einen, ja, wie nennt man das? Also auf jeden Fall um ein echtes Charaktertool geht. Es geht um eine Blackbox. Eine Blackbox von Blackbox Analog Design. Die auch noch so heißt. Ja, die heißt nicht wirklich so, aber das Plugin heißt HG2 und besteht ja in erster Regel mal aus zwei dicken Knöpfen, möchte man sagen. Ne? Ja, einer für drei, T ja, und einer für P, also Tube. Also es geht um einen Röhrenverzerrer, einen nachgebildeten. T steht für Triode, P steht für Pentode. Aber grundsätzlich geht es erstmal um Saturation, yes. Overdrive oder neulich nochmal drüber gestolpert, dass ich hatte gesucht, was hatte ich denn gesucht? Ich hatte eine Aufnahme, die als Aufnahme übersteuert war. Mhm. Weil das Mikrofon war ein schlechtes, altes Mikrofon gewesen und hat übersteuert aufgenommen. Das heißt, ich habe keinen übersteuerten Digitalwandler gehabt, ne, der ins Clipping gekommen ist, sondern ich habe eine Verzerrung aufgenommen übers Mikrofon und habe dann gesucht nach einem Tool, ob es das gibt heutzutage, mit dem man tatsächlich Verzerrungen rausrechnen kann. Und die einzigen Videos, die ich dazu gefunden habe, war immer, wie man Clipping rausrechnet. Also Isotope Declip war dann meistens das Tool, mit dem man das gemacht hat. Irgendwie. Wo ich dann bei einem Video mich sogar genötigt gesehen habe, da schrieb nämlich einer hier Distortion rausrechnen. Und dann habe ich hier drunter geschrieben, das ist keine Distortion, was du hier hast. Das ist ein Clipping, was du hier hast und keine Distortion. Distortion ist, wenn ein Signal wie bei einem Gitarrenverstärker komplett verzerrt wird, aber es ist ein analoges Clipping, aber es ist im Signal drin und nicht einfach, dass ein Peak abgeschnitten wird oben bei einem Audiosignal. Und dann bin ich aber bei Isotope auf der Seite gewesen und die schreiben auch Distortion dazu. Und jetzt bin ich unsicher, ob es zwei verschiedene Arten von Distortion gibt oder ob Saturation die richtigere Bezeichnung wäre. Ich glaube, dass letzten Endes auch beim Clipping, ja, ne, dass da einfach Distortion entsteht. Ja, aber mit Obertönen und allem Zwicky und Zuppi. Ja. Nur wenn ich ein digitales Clipping habe, wird erstmal eine Wellenform einfach nur radikal bei 0 dB abgeschnitten. Mhm. Und dadurch klingt das dann unangenehm. Mhm. So, und vielleicht entstehen dann bei der Rückwandlung, ich weiß nicht, wo das passiert, irgendwie dann unangenehme Obertöne oder sonst was, irgendwie, die das unangenehm klingen lassen könnten. So. Aber erstmal ist das digitale Clipping nur eine abgeschnittene Wellenform, die rekonstruiert werden kann von D-Clip. D-Clip rechnet das einfach 6 dB leiser, sagt, wo wäre die Wellenform weitergegangen, da rechne ich oben drauf, bitteschön, hast du kein Clipping mehr drauf. Aber dieses File war in sich verzerrt, wie halt ein Gitarrenverstärker einen clean Ton auch verzerrt. Und ich habe mich halt gefragt, ob dieser umgekehrte Weg von dem, was der HG2 eben macht, ne, eben diese Saturation, Obertöne und so weiter hinzurechnen, ob es das mittlerweile schon gibt, das rauszurechnen. Die Antwort ist nein, gibt es nicht. Also das wäre quasi, als wenn man aus Iron Maiden Gitarren jetzt quasi die komplette Marshall-Oberton-Definition rausrechnen kann und übrig bleibt irgendwie so ein Corey Wong-Funky-Gitarren. Freck, 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 freck. Gibt's also noch nicht. Okay. Hätte ich in dem zusammen gebraucht. Aber nochmal zurück zum HG2. Ja. Natürlich ein echtes Klangmonster tatsächlich, ne? Mit dem du wirklich richtig reindrehen kannst. Also tüchtig. Jetzt tüchtig mitarbeiten. Ich mir nur die Frage, wofür setzt du das als Mastering-Engineer ein? Das Schöne ist ja, wie viele Plugins mittlerweile hat das einen Mixregler. Ah, oben Parallelbearbeitung ist mal wieder das Stichwort. In der Ecke gibt es den Mixregler und ich muss ganz ehrlich sagen, auf einem Stereo-Master, boah, da müsste ich kurz mal nachdenken, ob ich da das schon mal bedacht. Tatsächlich auch, weil du hast ja auf der linken Seite von dem Interface hast du ja die Möglichkeit zu sagen, in welchem Frequenzbereich er arbeiten soll. Low, flat, low, oder high. Flat und high. Mhm. Genau. Und ich glaube, das ist selbsterklärend, also tief,
gleichförmig und Hochtonbereich. Flach, bitte. Nee, flach ist dann flach. Breitband, würde ich dann sagen. Breitband. Also der Tiefbandbereich, der Breitbandbereich und der, nur der Hochton. Genau, Fullband, genau. Und tatsächlich auf Low gestellt und dann tüchtig, also diese beiden Regler, Pentode und Triode, sind ja nicht die wichtigen Regler. Das sind ja nur die Regler, die bestimmen, wie viel Anteil von der Pentode und wie viel Anteil von der Triode dazu gerechnet werden. Der wichtigere Regler ist ja unten links, der Saturation, also wie viel überhaupt da rein soll. Und daneben noch dieser Alt-Tube. Alt-Tube, genau, Alternative-Tube. Der war mal richtig räudig, kann man fast sagen. Räudig, ja. Räudiger Knopf. Und man kann damit sehr schön, finde ich, da habe ich es für benutzt im Stereo-Mastering auf Low. Ja. Dann tüchtig reingedreht, tüchtig. Tüchtig, die räudige Röhre. Und dann eben über den Mixregler, weiß ich nicht, 3, 4, 5, 6%. Und letzten Endes, was passiert da? Alle sagen ja immer Sättigung, Saturation und so, ne? Kenne ich, hör mal, das ist der Shit. Mach ich über auf jede Spur. Ja. 5 Instanzen und dann noch, okay. Und dann noch SSL Fusion drauf, ne? Ganz wichtig. Da war wieder mein SSL Fusion Bash. Schon lange nicht mehr passiert. Naja. Das hast du schon den Waves Bash. Den SSL Fusion Bash. Was fehlt denn noch? Ach, nur einiges. Marketingstrategien könnte man nochmal besprechen. Hey. Und dann, du hast ja, letzten Endes ist es ja wie eine Art Kompression, die stattfindet. Das heißt, die Peaks werden wie beim Clipping auch ein bisschen abgeschliffen. Abgerundet. Ja. Und dementsprechend erhöhst du ja einfach den RMS-Wert. Ja. Also mehr, weniger Peak, mehr Grundpegel oder eben Durchschnittspegel. Ja. Und das ist total cool, wenn du das Low-End einfach so ein bisschen auffüllen willst noch. Natürlich Obertöne, Verzerrung, Sättigung, nenn es wie du willst, entsteht. Und du kriegst aber dadurch einfach ein bisschen mehr Energie halt rein und auch ein bisschen Pfund. Genau, ein bisschen mehr Pfund, ohne aber eben letzten Endes nachher dann wieder Limiter oder andere Tools noch mehr zu belasten. Ja. Wenn ich jetzt noch mehr Low-End reindrehe, dann hast du ja das Problem, dass du irgendwann dieses Level immer weiter gegen den Peak-Limiter, gegen irgendwas fährst. Ja, und worauf reagiert er am liebsten? Auf tiefe, hochenergetische Energie. Ja, das ist ja auch immer so interessant, wenn Leute dann sagen, ja, aber mein Mix ist doch total balanciert, wenn ich mir ja auf dem Analyzer angucke oder so. Ja, was zeigt dir dein Analyzer denn an? Ich meine, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, genau. Da brauchen wir jetzt nach einer Stunde Podcast nicht nochmal den weißen Laborkittel anziehen. Aber überlegt euch mal vielleicht, in euren Analyzer nachzuschauen, ob der mit Pink Noise oder mit White Noise arbeitet. Ja. Also, ob die Kurve darauf beruht. Weil das ist schon wichtig zu wissen. Ja, absolut. Habe ich bei dir aber auch gelernt, habe meinen Penguin danach auch umgestellt. Ja, genau. Ja. Weil letzten Endes bringt es nicht zu sagen, ist doch alles flat bei mir, sieht doch super aus. Ja, stell mal um. Und dann wirst du feststellen, nee, ist nicht flat. Aber das vielleicht und im mal. Im Zweifel, wenn du dir nicht sicher bist, dann sind wir wieder bei den Referenzen. Und da gucke ich jetzt nochmal in die Kamera rein und sage, wenn du dir nicht sicher bist, dann lass einfach mal eine Referenzproduktion darüber laufen, damit du zumindest weißt, wie bei einer Pro-Produktion die Kurve aussehen muss. Dann ist es vielleicht nicht egal, aber dann weißt du zumindest, alles klar, flat ist die auch nicht. Die sieht auch so aus, also sollte mein Mix auch so aussehen. Ja, und was der nächste, letzte Punkt zu Analyzer, wirklich. Das ist halt ein summiertes Signal, was der anzeigt. Genau, Und das ist entweder die Summe links plus rechts oder die Summe links, also die Differenz links minus rechts. Also entweder das Mono, das Sum-Signal oder das Difference-Side-Signal, was angezeigt wird. Also das ist niemals beides. Ist das nicht links und rechts? Ja, aber summiert. Ja, summiert, ja genau, aber du guckst, also ja, okay, alles klar. Aber ich war jetzt gerade verwirrt, weil ich dachte, wird da nur die Summe oder nur die Mitte angezeigt? Nein, es wird natürlich summiert das Signal angezeigt. Das, ja, genau. Ganz genau. Aber es wird dann auch über einen gewissen Zeitpunkt gemessen. Ne? Es ist ja, sei denn, kannst du auch alles einstellen. Kannst du alles einstellen, geschenkt. Machen wir vielleicht demnächst mal ein Video zum Thema Analyzer lesen. Besser nicht. Man kann einfach zu viel lesen. Besser ist, man mischt natürlich mit den Ohren. Vor allem mit der Blackbox. Ja, mit der Blackbox, genau. Und ich benutze sie sehr gerne auf Vocals zum Beispiel. Ja, mag ich auch. Jetzt gerade bei dem Mix, jetzt auch im Song zum Selbermischen, ich komme immer mit den Spuren durch das Monatsort durcheinander, in den Song zum Selbermischen, wenn du da ein bisschen auf der Refrainstimme zum Beispiel, da gibt er mehr Energie rein beim Singen. Ne? Also er singt auch eine Lage höher und dann möchte ich einfach noch mehr Power haben. Und wenn du dann mit dem Blackbox zum Beispiel oder mit dem Decapitator alternativ so Obertöne reindrehst, so nah an die Clipping-Grenze randrehst, dann kannst du richtig Energie rein
reindrehen, ohne dass der Zuhörer, dass dem Zuhörer bewusst wird, ja, dass da jetzt Energie reingekommen ist. Und das finde ich wirklich ein ganz charmantes Tool, mit dem du wirklich Sounddesign aber machen kannst. So richtig Sättigung und dieser Effekt, der funktioniert, finde ich, am besten, wenn du ihn parallel benutzt. Ja, gut. Immer. In dein Ohr natürlich sowieso. Ja, aber auch bei Vocals oder so. Ich habe es jetzt gestern auch noch im Stem Mastering auf Vocals eingesetzt zum Beispiel. Ich mache das aber immer parallel, weil ich will schon ein gewisses Maß an Verzerrung haben, damit dieser Effekt, dieser Kompressionseffekt und diese Obertöne und dieser Spike, diese Durchsetzungsfähigkeit entsteht. Das ist dann aber eigentlich schon wieder viel, viel zu viel, weil es das eigentliche Signal ja total verändert. Stimmt, und total verzerrt, nicht nur im Sinne von Verzerrung, sondern Veränderung. Und durch den Mixregler, ich habe den immer wirklich 3, 4, 5 oder halt mal auf einem Stem bei 10% oder so. Das reicht aber total, um diesen Effekt, dieses, ich stelle das jetzt ganz nach vorne in den ins Schaufenster bei Vocals. Oder ich möchte jetzt gerne das Fundament einfach noch ein bisschen andicken oder sowas. Das reicht in der Regel total aus im Thema Mastering. Gerade im Thema Mixing oder im Sounddesign, Producing. Hör mal, hau drauf. Gerne auf den Bass. Scheiß wirklich, bevor du wieder im 60-Hertz-Bereich beim Bass anhebst, lieber den HG2 drauf und dann Verzerrung rein. Und das ist ja das Gleiche, was ich gerade mit dem anderen Tool auch erzählt habe. Eine Kontur der Regler. Ja. Ne, du gibst einfach Obertöne hinzu, die in einem komplett anderen Register spielen, ohne dass du jetzt unten den Subbass nach vorne schießen musst, der dir dann später wieder deinen Limiter killt und so weiter und den vorgelagerten Kompressor oder was sonst noch irgendwie. Schön! Oder? Ja, es war schön. So. Ich hab auch schon den Titel für diese Folge. Für alle, die bis hierhin gehört haben, die werden ihn ja sicherlich schon gelesen haben. Räudige Röhren im Tinnitusfieber. Jetzt haben wir gar nicht über Senf gesprochen. Müssen wir nächstes Mal machen. Über Senf. Nur kurz am Rande, der Senf, den wir letztes Mal genutzt haben, den Löwensenf. Yes. Mittel. Medium. Ja, ich habe dazu gehört, dass der Bautzner Senf natürlich der bessere Senf sein soll. Und ja, ich habe immer eine Riesenflasche Bautzner Senf im Kühlschrank stehen und habe den Löwensenf tatsächlich nur gekauft, weil er gerade da war. Es gab keinen Bautzner da, wo ich den gekauft habe. Das nur am Rande geklärt. Sei uns verziehen. Wir haben auf jeden Fall mindestens 4 Gewinner heute. 2, die hier sitzen und einen leckeren Kaffee getrunken haben und 2 an den Bildschirmen, die 2 Tassen gewonnen haben. Genau. Nicht diese genau, sondern Tassen, die natürlich den gleichen Aufdruck haben. Die verschicke ich dann. Wenn ihr wollt, können wir natürlich vorher einmal mal Kaffee rausdrehen. Okay, ich spüle die dann. Frisch besudelt von den DRW-Verstehern. Ekelhaft. Aber da können wir in 2 Wochen ja schon wieder sprechen und dann über die Auswüchse, die es genommen hat in der Masterclass Mastering mit Björn Schlüter. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Ich habe einen Riesenspaß. Ich freue mich schon so auf Mittwoch. Ich bin sehr gespannt, was passiert. Ich freue mich auch. Ich freue mich jetzt erstmal auf, wenn ihr das hört, noch einen Tag in Hamburg und dann auf Mittwoch. Und schalten Sie auch in 2 Wochen. Spätestens in 2 Wochen wieder ein, wenn der liebe Jonas Folgendes sagt. Erfahrung kannst du nicht mit Geld kaufen. Erfahrung kostet Zeit und die musst du auf jeden Fall investieren. Außer wenn du uns buchst. So. In dem Sinne, bis die Tage, macht's gut und Yassas. Schöne Sonntag. Schöne. Mensch, all verrückt, du. Ja, verrückt. Ist der Arl Harry denn auch in Hamburg? Ich weiß das nicht. Ich weiß das Oder nicht. Der Arl Hermann. Ich hoffe, dass da in Hamburg auf jeden Fall was zum Trinken gibt in Hamburg. Ja, da gibt es ja immer tüchtig auf die Latüchte, ne?